Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute hebeln wir mal wieder 10 Kisten auf, und zwar sind es die 10 Prisma 2 Kisten, die 9 Cases. Und nachher lösen wir auch noch das Giveaway auf von den 3 M4A1 S Dezimetern. So, aber ich habe mir hier noch keine Keys geholt. Haben wir gleich. Die Kiste selber ist ja overall ziemlich nice. Mir gefallen die Skins hier, die Glock, die M4 sind beides nice für Redskins. Die Mac 7, Mac 10 auch, die ist ja ganz was Besonderes, finde ich. Und die AK sind auch, sind für Pink Skins auch alle drei schwer in Ordnung. Bei den Purple Skins, ja, die Scout ist es nicht so meins. Die Kree sieht eigentlich auch nice aus, aber die wurde jetzt genervt. Würde mich aber auch freuen, wenn ich die Gadget also ziehen würde. Scout 20 würde ich auch einmal nehmen. Finde ich eigentlich auch ziemlich ein cleaner, aber auch farblicher. Das ist irgendwie so Fake Fade. Das sieht nice aus. Die Shotgun überhaupt, die Sawdorf. Sehr nice Skin. Und sonst ja die P2000, die ist nicht so krass, finde ich. Der Rest ist alles Schmutz. Die Deagle ist okay für einen Blue Skin. Und die AWP ist auch in Ordnung für einen Blue Skin. Naja, CZ, das ist nicht so krass. Egal. Wir haben 10 Kisten, wir haben 10 Keys. Wir hebeln jetzt. Und ich meine, die Knives sind ja keine neuen Knives dabei. Würde mich aber trotzdem jetzt nicht stören, wenn ich jetzt ziehen würde. Erster Skin. Blue, aber Statrack. MV. Ja, aber das Skin selber ist sabreitig. Also, weg damit. Nächste Kiste. So viel Blau. Oh, AWP. Aber es ist das Beste von den Blue Items. Schaut auch ziemlich clean aus. Ist MW. Was kostet das? Ah, zwei. Ja, okay. Den Key haben wir hier drinnen, die Kisten nicht. Okay. Muss besser werden. Game. So viel Violetten, dann wird es doch wieder eine Blue, aber die DG. What the fuck? Aber ich bin sowieso immer so unlucky bei den Case Openings. Ich werde da jetzt wahrscheinlich 10-mal Blue ziehen. Ja, und das war's dann. Doch eben immer dasselbe bei diesem Game. Cases sind doch alle nicht legit. Wir sehen ja auch nur Blau und Violett vorbeiziehen. Wow, die auch. Ganz krass. Digga, gib mir doch mal wenigstens das Purple. Das sind doch eh so viele nice Purples dabei. Okay. Und dann gerade die Scout, die was mir am wenigsten gefällt von denen, aber ja. Jetzt einmal pink gesehen, aber wir sind auch wieder mit der Revolver. Vielleicht ich drehe die Kiste mal nach rechts, vielleicht bringt das mehr. Okay, negative. Alles klar. Ich reibe jetzt einfach mal die Glock. Die Glock wird's. Oh, okay, die Mac 10. Ich bin doch die Mac 10. Letzte Kiste. Also, wir haben jetzt, glaube ich, was war? 9, nee, 8 mal blau und einmal violett. Echt nicht witzig eigentlich. Für das, dass die Kiste 1,40 kostet und der Kiez wird. Was? 2,20 oder 2,30? Gar kein Dunst. Ja, okay, wir haben jetzt, ja. Nee. Oh ja, einmal halten wir Violett, sonst 9-mal Blue. Zweimal halt die AWP, aber in Fieldtester und im W ist nicht so wild. Ja, läuft bei mir, würde ich sagen. So, und jetzt zum Giveaway. Wie gesagt, zu gewinnen gab es ja 3 Stück von den M41S Dezimeter, also 3 Gewinner gibt's. Jeweils ein Stück davon. Und den Gewinner ziehen wir wieder aus den Kommentaren des letzten Videos.
So, die erste M4 geht raus an den. Oh, Noah Siegele. Doppelpunkt D. Den Smiley, den kenne ich. Glückwunsch mal an dich. So, die zweite M4. Die geht raus an den. Fabian Jansen. Das Kommentar lese ich jetzt nicht mehr. Also, die lese ich jetzt nicht vor. Aber Fabian, Glückwunsch auch an dich. Und die dritte M4. Die geht raus. Jetzt habe ich es gar nicht auf den Preis geschaut, weil die M4 und A1S sind ja gepatcht worden. Könnte sein, dass die jetzt noch mehr wert sind als vorhin. So, die dritte M4 geht raus an Danny XTFS. So, Glückwunsch an euch drei. Ich werde euch unter den Kommentaren, mit denen ihr gewonnen habt, hier kontaktieren. Dort antwortet ihr mir dann einfach mit eurer Tradewell und dann offere ich euch den Preis auch schon raus. So, das war's dann aber auch schon wieder mit dem Video. Heute mal wieder nichts gezogen, so wie immer, wieder ist ja Standard schon im Game. Also man sieht ja da wirklich nichts mehr. Und ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über einen Kommentar auch. Dann sage ich auch nochmal auf Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.